Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Teil 1. Langford wurde von Ryan umgebracht beim letzten Take. Und jetzt sind wir dabei, dieses komische, ja, was war das gewesen? Vector, wie hat es genannt? Genau, Lazarus Vector, den wollen wir herstellen. Dazu fehlen uns aber noch ein paar Sachen hier, dieses destillierte Wasser und diese Enzymproben. Mal schauen. Geld, 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 Geld. So, da geht's hin. Da waren wir noch nicht. Also gehen wir mal hier lang. Das sind diese verfluchten Fanatiker! Ah, cool, Waffen-Upgrade. Ja, was verstärken wir? Rückstoß verringern, damit das MG noch stärker wird. Ich würde sagen, wir gehen lieber auf die Schadensteigerung. Aber wovon? Automatisch generierte Hochladungen machen dich deinen eigenen Granaten gegenüber immun. Das ist natürlich nicht schlecht, aber lieber noch mehr Schaden machen, würde ich sagen. Ja, genau. Halt! Was ist hier los? Was hat der bitte schön getötet? Verbrannt, der Kerl. Aha. Einer von den... ausgehen. Ja, du bist in dein eigenes Feuer geraten. Sehr schön. Los, geh aus. So wie ich. Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. An mir jedoch ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Mutterinstinkt. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Was war das für eine Vision? Dann begeben wir uns mal zum Markt. Versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht.
Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage der Sünde. Das hatten wir doch schon. Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. Ist diese Eigenschaft unverfänglich. Okay, die bekämpfen sich irgendwie gegenseitig hier wieder. Ich wäre fantastisch in der Rolle. So, das Raketenschutz auf jeden Fall auf unsere Seite bringen. Nur aufpassen, dass ich mich selber nicht abknall. Was? Dreckigen Geschütze. Kann sie natürlich auch alle zerstören, aber sie geben einen halt einen Vorteil. Deswegen machen wir das. Verbandskästen. Hulo. So, wir haben 5 automatische. Oh. Eieiei. Gemein. Direkt am Anfang schon. Shit. Ja, zugebaut. Super. Gut, Schluss. Ja, dann automatisches Hacken. Noch mehr Stickstoff kann ich nicht nehmen, habe ich zu viel. Gefällt mir aber sowieso nicht so das Stickstoffzeug. Deswegen kannst du ruhig da bleiben. Die Kinder mit ihren langen Nadeln, ihren stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten. Schauderhaften, freundensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt in meinen Augen.
Okay, zu wenig Punkte. Wir haben auch noch einen Film drin. Dann würde ich sagen, legen wir uns jetzt mal mit dem Big Daddy an. Legen uns mal eine Kontaktmine irgendwo hin. Zum Beispiel. So. Den zu fotografieren. Houdini Splicer. Jetzt haben wir keinen Film mehr drin. Das ist geil. Das ist gerade noch versteckt. Er ist hier reingesetzt. Wo ist er? Wo ist der Kerl? Oh doch. Ella. Bam. Halt. Irgendwo ist wieder eine Kamera am Rumhantieren. Okay, in der Nietenpistole war nichts drin. Schade. Oh, da ist wieder eine, die wir brauchen. Sehr gut. Wo ist hier die Kamera? Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trou de Cul drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Los, spring da drüber! Oh Gott, geht nicht. Antwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Mit ihren langen Nadeln, stimmlosen Liedern, entsetzlichen Pflichten, ihren schauderhaften Frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Oh nee, das geht nicht. Das ist doch was anderes. Mist, habe ich nicht da. Panzerbrechende Pistolenmuni. Mehr kann ich davon nicht haben. Sollte ich die mal gleich nutzen bei dem nächsten Big Daddy. Oh, da hat sich einer aufgehangen. So was auch. Nimmt er die Schrot nicht auf? Ah, okay. Und wir haben ein paar Filme wieder. Sehr gut. Ionischer Schrot ist voll. Mhm. Ein weiterer Big Daddy. Wo
Rosis haben fast immer seltene Materialien. Ah, es gibt noch eine Stufe, okay. Hab ich nichts anderes erwartet? Ich bring's total! Ja! Mach schon! Ja, das Teil ist einfach nicht so gut. Jetzt sollten wir mal den ionischen Schrot und wegballern. Oh, wir können nicht mehr Gold mitnehmen. Jetzt müssten wir eigentlich auf unserer Seite sein. Aber wir fotografieren sie mal trotzdem. So, dann machen wir mal hier wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.